Wir berichten hier vom This is Gar in Roßlau und neben mir ist die Frontfrau von Port Royal. Hallo und danke, dass ihr Zeit genommen hast für ein kurzes Interview. Ja, hallo. Gerne geschehen. Ihr habt bereits am Freitag gespielt. Ein sehr toller Auftritt, sehr dynamisch, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Eure Musik, wo würdest du es einordnen? Was sind eure Einflüsse, eure Inspirationen? Ja, wir sind ja relativ viele Leute in der Band und dementsprechend kommen auch viele Einflüsse zusammen. Die grundlegenden Wurzeln sind natürlich Ska in allen möglichen Facetten und ja, es kommt dann halt so ein bisschen vielleicht noch was Rockigeres, was Spanisches ja auch durch unseren einen Saxophonisten mit rein und ja, so versuchen wir alles zusammenzubringen. Der Saxophonist ist der Spanier. Du sprichst die Sprache auch oder bringst du es einfach nur so fantastisch authentisch rüber? Es klang sehr, sehr, sehr gut. Ja, muttersprachlich fast. Nee, also ich kann leider kein Spanisch sprechen. Ich kann es singen. Ich habe es auch mal ein bisschen gelernt. Also ich weiß zumindest, was ich singe. Aber ich könnte mich leider nicht auf Spanisch unterhalten. Okay, wir müssen das hier auch nicht machen. Wir können bei Deutsch bleiben. Ihr pflegt, zumindest scheint es immer so, diesen Freibeuter-Piraten-Stil irgendwo. Das vermittelt ihr zumindest auf eurer Präsenz. Ja, es ist so ein bisschen, da Port Royal ja quasi eine alte jamaikanische Piratenstadt war, die es ja heute nicht mehr gibt, haben wir so ein bisschen das Piraten-Image übernommen, auch so halt ein, zwei Songs irgendwie, Pirates Go und so mit dem Piraten-Image geschrieben. Ja, und ja, macht uns einfach Spaß, das so ein bisschen weiterzuführen, auch wenn wir jetzt keine Piratenmusik oder sowas machen. Wie ist es, ihr seid auch, wie die meisten hier natürlich, und die meisten in diesem Genre, eine sehr große Band. Ist es für euch einfach, zusammenzufinden, zusammenzukommen, mit so vielen Leuten das immer unter einen Hut zu kriegen? Passt das einigermaßen oder ist das ein organisatorisches Problem? Ja, leider stößt man immer wieder auf organisatorische Probleme, definitiv. Also schon alleine Probe zusammenzukriegen, obwohl wir einen festen Termin haben, dass wirklich alle da sind, ist dann doch leider die Ausnahme. Und umso schöner war es eigentlich, dass das mit Roßlau dieses Jahr geklappt hat. Unser Saxophonist, der ist direkt am nächsten Tag, also heute, nach Peru geflogen. Also wenn wir nicht Freitag, sondern Samstag hätten spielen können, hätte es gar nicht geklappt. Du bist beide Tage hier geblieben. Was war dein Highlight auf dem Festival? Was ist das, was dir am meisten beeindruckt hat? Ist schwierig zu sagen. Also viele Bands kannte ich halt auch schon. Ich freue mich jetzt zum Beispiel heute noch auf Buster Shuffle. Die habe ich gerade in London kennengelernt, also zum ersten Mal gesehen. Und ich habe mich auf Two Tone Club gefreut. Ich fand die Valkyrians super. Und gestern auf King Hammond habe ich mich gefreut. Also es sind einfach so viele Highlights dabei. Ja. Also großer Freund der Two Tone Bands, die hier gespielt haben. Ja, stimmt. Das kann man echt, wenn man so runterbrechen will, ja, ist das schon so ein bisschen meine Welt. Ja, sehr pauschal natürlich, genau. Seit 2004 seid ihr am Start, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also ich bin nicht ganz so lange dabei. Ich habe 2006 in die Band gefunden, aber vorher war noch eine andere Sängerin dabei und seit 2004 gibt es Port Royal als Port Royal. Okay, was sind für die Zukunft Pläne, was sind Gigs, die ihr unbedingt mitnehmen möchtet? Auch an Alben, CDs, Schallplatten, ist da was geplant? Also für uns ist jetzt so das nächste Ziel, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres ein kleines Album aufzunehmen. Das ist so die Planung zumindest. Und ja, was Konzerte angeht, wäre es für uns toll, auch mal im europäischen Ausland oder sowas zu machen. Das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Dann wird es allerhöchste Zeit. Ich denke, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Gerade hier bei internationalem Publikum, das man ja auch so wahrscheinlich auf anderen Gigs hat, wird das seine Wellen tragen. Vielen Dank für das Interview. Es hat mich sehr gefreut. Danke, dass ihr Zeit genommen hast. Ja, herzlichen Dank.